Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leonroth. Wenn Sie Golfprofis beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie keine überflüssigen Bewegungen in Ihrem Golfschwung haben. Ihre Bewegungen sind auf das Wichtigste reduziert, um Power und Wiederholbarkeit zu erzielen. In meinem heutigen Tipp geht es darum, eine stabile und gute Rotation der rechten Körperseite zu erzeugen. Nehmen Sie Ihr normales Setup ein. Setzen Sie nun Ihren linken Fuß um etwa eine halbe Schrittlänge auf die Fußspitze zurück. Machen Sie erst Probeschwünge, um ein Gefühl für diese veränderte Ansprechposition zu entwickeln. Versuchen Sie dabei immer, Ihre Balance zu wahren. Ziel dieser Bewegung sollte sein, das rechte Bein zu stabilisieren und eine gute Rotation um die rechte Seite zu machen. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit können Sie damit natürlich auch Bälle schlagen. Platzieren Sie dafür den Ball auf Höhe der rechten Fußspitze. Nehmen Sie die stabile rechte Seite und die Rotation um die rechte Hüfte bewusst wahr und versuchen Sie bei jeder Ausführung Ihre Balance zu wahren.